Und damit, hallo meine Pokéfreunde, Pokélenden, willkommen zu einer neuen Folge Mutant Mars Deluxe. Yeah, wir spielen die Deluxe-Version und heute habe ich viele Themen zu bereden. Letzte Folge habe ich angefangen mit YouTube. Ich gehe mal ins Level. Und heute geht es weiter mit YouTube. So. Und zwar rede ich heute über die Updates, sag ich mal, von YouTube. Ich kann eigentlich schon umbringen lassen. Yeah. Ja, guter Start ins Level, ne? Auf jeden Fall rede ich, wie gesagt, heute über das Update von YouTube. Die meisten finden es... Was ist jetzt los? Die meisten finden das ja nicht so gut. Da, das stimme ich auch zu, aber... es gibt schon Sachen, die sie richtig gemacht haben. Wie zum Beispiel, die neue Glocke. Ich weiß, die neue Glocke finden die meisten dumm. Aber ich meine jetzt nicht die Kanalglocke. Jetzt denkt man sich so, was? Was meinst du mit Kanalglocke? Es gibt keine andere. Doch, es gibt eine andere, die kennt aber kaum mehr jemand. Und zwar neben dem schlechten, wegen der schlechten Glocke, wo die meisten Leute dazu sagen, Doppelabo, gibt es die Playlist-Glocke. Und das ist ein gutes Update. Und zwar wirkt das, dass wenn man die auf der Playlist aktiviert, dann kriegt man immer Nachrichten, wenn was auf die Playlist hinzugefügt wird. Und das ist eigentlich nur was Gutes, weil das ist ja kein Doppelabo oder sowas. Du kannst es ja auch nicht irgendwie folgen oder so. Also ich finde das schon ein gutes Update. Die anderen Sachen hingegen, zum Beispiel die Trends, finde ich ganz schlimm. Ich mag die Trends überhaupt nicht. Ich finde, Trends ist eins der schlimmsten Sachen, ja. Dass YouTube einfach Abos löscht, finde ich okay, weil ich glaube, die haben so langsam zu viel, zu wenig Platz für neue Kanäle. Zumindest stelle ich mir das so vor. Sonst wird irgendwann mal YouTube noch laggen und ja, jeder braucht ein ultra hardcore PC, um auf YouTube zu gehen. Keine Ahnung. Das finde ich auch gut. Nur was ich halt schon ziemlich gemein finde, ist Kanäle, die keine Videos mehr enthalten. Oh, ja, also hatten welche oder... Also ich hatte halt so einen Kanal. Also ich habe einen Kanal abonniert. Der hat aber jetzt keine Videos mehr. Ich glaube, die wurden gelöscht oder so. Wie auch immer. Und da steht jetzt einfach, dieser Kanal enthält keinen Content mehr. Und ich bin gestorben. Nein. Da steht dann, dieser Kanal enthält keinen Content mehr. Bitte verlassen Sie das Abo, um... keine Ahnung. Ich kann das gleich noch mal suchen, aber ich werde es eh nicht, ne? Ich kann mal schauen, ob ich einen Screenshot davon hier rein tun kann. Wahrscheinlich eh nicht, weil ich viel zu tun habe. Mal schauen, ob ich es tue. Wahrscheinlich nicht. So, wieder ein Leben hier. Toll. Ja, was ist denn das? Passage, ey. Wisst ihr, mit Mats ist halt so ein Spiel, das kannst du spielen hin und wieder. Nimmst du halt mal auf, wenn du nichts anderes hast. Mal bei Mutant Mats brauchst du einfach nur ein bisschen rumjumpen, ein bisschen auf das Spiel konzentrieren, nicht nur auf die Themen, ne? Und ja. So, ich muss erstmal wieder hier konzentrieren. Also wie gesagt, die also die Empfehlungen wurden besser gemacht. Die sind jetzt besser als sonst. Aber davon habe ich schon mal geredet, von daher ist egal. Und wir sehen uns gleich oben, weil ich jetzt... Aber komm, wir reden das Level zu Ende. Wir machen die Folge... Diese Folge machen wir wirklich nur eins, also zwei, höchstens drei Level. Weil ich halt viel mehr reden möchte als schaffen. Tut mir leid für die Leute, die mich viel erwartet haben. Ich will aber wirklich über YouTube reden. Weil ich glaube, morgen kommt Minecraft. Bin mir nicht wie sicher. Aber da wollte ich halt ein anderes Thema, also was anderes machen. Und dann passt das Thema mal so gar nicht. Ja, was heißt so gar nicht, aber ne? Passt halt nicht so wirklich. Und ich habe ein kleines Update für meinen zweiten YouTube-Channel. Der heißt momentan Laggy Laggy. Das ist wie mein Spiel, nein. Der heißt momentan Pokéfreak Mike. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt der Name so bleiben wird oder nicht. Und ich habe jetzt Angst, dass ich sterbe, weil ich dann alles neu machen muss. Hoffen wir es nicht.
Okay, 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 okay. Nein, 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 nein. Bis gleich. So, da bin ich wieder. An dem Ort. Ja. Sorry für den kleinen Lag gerade. Kann doch manchmal, wenn ich halt aufnehme, kommt das halt. Egal. Also zurück zu dem Thema. Also auf meinem zweiten Kanal, der momentan Pokéfreak Mike heißt, werde ich halt englische Videos bringen. Das habe ich mich entschlossen. Weil ich bin halt voll der Englisch-Typ und ja, ich finde halt alles auf einen Kanal bringen und dann nicht mal dieselbe Sprache dabei reden, das ist irgendwie schon nicht schön. Und hier wäre sogar Ziel gewesen. Toll, ich bin vor dem Ziel gestorben. Typisch. Typisch. Trinke ich erstmal meinen Tee. Tee ist gut. Danke der Nachfrage. Auch nicht das Level. Das Original ist mein Hass-Level. Na, okay, nicht mein Hass-Level, aber es war mein Hass-Level. Es gibt natürlich schlimmere Level momentan, aber es war mein Hass-Level. Als ich noch ein Anfänger im Spiel war. Und ja, wie gesagt, da werde ich halt englischen Content bringen. Und jetzt kommt die Frage, da könnt ihr mit abstimmen. Soll ich dort auch die nächsten Unboxings hinmachen? Über, ja, halt, ne? Oder soll ich die auf diesem Kanal bringen? Also ich hätte ja nichts dagegen. Eigentlich ist ja der Kanal Gaming. Aber ich kann da auch nur deutsche Sachen drauf tun. Auf dem anderen halt nur englische. Das kann ich auch machen. Och, die Passage. Aber wir haben das Level erst letztens gemacht, ne? Ich kann mich da noch dran erinnern. Wartet mal. So, nach dem Cut bin ich wieder da. Ich habe geschaut und das Level haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Das kam mir so bekannt vor. Weil ich dachte, wir hätten das schon gemacht. Aber wahrscheinlich war das nur ich privat. Kann natürlich auch sein. Tut mir leid für die Verwechslung, für den kleinen Cut. Ja. Also sobald dieses Projekt hier fertig ist, werde ich auch viele weitere. Also kommt dann natürlich neues immer, ne? Ein Projekt fertig, kommt direkt das neue. Damit ihr nie leer auskommt. Naja, manchmal will ich halt schon leer auskommen, aber ich habe auch ein Eigenleben, okay? Ich bin auch nicht hier jetzt der Typ. Och, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte nach hinten gehen sollen, ne? Richtig? Kannst du gehen? Also. Ja, oder? Warte. Let me see. Aber wie soll ich denn hin? Hä? Ah, nee. Alles richtig gemacht. Cool. Bin natürlich stolz. Ach, tu mich nicht. Hahaha. So. Ich habe mir sogar noch ein drittes. Machen wir auf der rechten Seite dann weiter. Och, nicht das. Okay, wir werden jetzt kann ich nicht mehr reden. Okay. Wir werden den Rest der Folge verbrauchen, dieses Level zu schaffen, denn dieses Level ist hardcore. Und, ja, das triggert mich schon. Aber ich komme nicht von den Gedanken weg, dass ich das Level nicht schon mal in einem Video gemacht habe. Wahrscheinlich ist es nicht lange her, dass ich, ja, dass ich die originalen Level gespielt habe. Wahrscheinlich kommt es mir so komisch vor. Ja. Das wird sein, das wird sein. Und tschüss. Oh, ich dachte, ich wäre in seinem Spieß da eingeschaltet. Autsch. Ja, toll. Also auf jeden Fall, mein zweiter Kanal, ist auf meinem. Oh, wow. Da war das Checkpoint. Cool. Also, auf meinem zweiten Kanal wollte ich ja eigentlich englische Videos machen. Deshalb bin ich mir dann noch unsicher, ob ich, weil ich mache jetzt momentan, kaufe ich halt, das ist jetzt was Privates, aber momentan kaufe ich halt so englische, das heißt englische Sachen. Halt so Sachen, die es nicht in Deutschland gibt. Nur eine Art. Und Unboxings von sowas in Deutsch gibt es halt nicht und es
kann ich auch verstehen, wieso, weil es einfach nicht in Deutsch passt. Also würde man da eigentlich Englisch machen. Deshalb ist mein, ist das jetzt ein bisschen, oh mein Gott, es ist jetzt ein bisschen schwer für mich zu bestimmen, wie das jetzt ist, und ich kann jetzt nicht mehr reden. Entschuldigt mich, ich werde jetzt das Thema wechseln zum Spiel, denn ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Also ich krieg gleich weiter über ein anderes Thema, über YouTube natürlich wieder. Also für die Update. Boah. Ich darf nicht mit euch reden. Härteste Stelle im Spiel. Oh, 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 oh. Und Mann, was ist denn das? Ich werde die Folge nicht cutten. Also 10.000 Mal cutten. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich gecuttet habe. Weil ich jetzt einfach keinen Bock habe. Und die Folge möchte ich eh nicht so viel schaffen. Ich wollte halt mehr so ein bisschen reden, diese Folge. Da bin ich halt die nächsten Folgen mehr so über... Ne? Also, man kann ja halt so richtig schön und chillig reden. Ist halt so ein cooles Projekt. Mir gefällt das Spiel. Ist halt so ein... So ein... Shooter kann man das nicht nennen, weil es einfach nicht ist. Und das war gut gerade richtig dumm, der Treffer. Wollte aber eben nur was testen. Okay, der trifft mich nicht. Oh, aber die wahrscheinlich schon. Ja. Ich will auch nur zum Checkpoint und alle Coins. Okay, ich muss bis zur Stelle keinen Schaden erleiden. Sonst kann ich das. Das Level, das wird einfach aber ich meine, in dem Spiel, da ist man einfach nur sehr beschaffen, Punkt. Da hast du nicht viel zu sagen, ne? Und deshalb rede ich halt auch gerne über Themen. Oh mein Gott, ich bin so kacke. Ich bin so kacke, ja. Deshalb ist es halt schon ein bisschen schwierig, so ein Thema rauszupicken. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, welches Thema ihr hören wollt. Diese Folge habe ich ja jetzt, also letzte Runde, diese Folge habe ich ja jetzt über YouTube geredet. Und ja. Und könnt also, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, welche Themen ihr mal hören von mir, also von mir hören wollt. Oder ob ich allgemein mal ein Q&A machen soll. Oder wer nicht weiß, was ein Q&A ist, das ist, ihr schreibt einfach Kommentar zu mir und dann lese ich das vor und dann beantworte ich es. Die Fragen sind dann meistens über mich, deshalb, ja. Ich könnte ja auch immer so eine Real-Life-Story erzählen. Och, dieses Level kotzt mich an, es triggert mich. Trigger. Boah, ich schwöre, Trigger ist das neue Wort. Wenn man sagt, irgendwas nervt mich, dann bist du uncool. Du musst sagen, es triggert mich. Sonst bist du richtig uncool. Das ist dann nicht mehr, wie uncool sein. Yeah. Was? Das bin ich? Nein, aber ich mich schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Leute, wie kommen wir jetzt darüber? YOLO! Na, YOLO funktioniert nicht, okay. Hä, wie schaffen wir das? Och, nicht treffen. Dieses Level. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich hier mal vielleicht so eine Death Compilation mache. Also, dass ich halt jedes Mal, wenn ich sterbe, also ich nehme halt so im Hintergrund auf und jedes Mal, wenn ich sterbe, tue ich es halt mit dem Video. Oder halt, ja. Ich glaube, ich verstehe, was ich meine, oder? Ja, natürlich steht ihr. Und ich sterbe jetzt eh. Ja, komm, nehme ich. Habt ihr eh eine Coin verkackt? Oh, ja. Ganz stupides Level, das gefällt mir. Das Level allgemein ist kurz. Kurz und knackig. Ich glaube, es ist zu knackig für einen Mike. Vor allem, das Coole daran ist, ich brauche meine Tastatur eigentlich gar nicht. Also, ich meine, normalerweise spiele ich immer, mit Tastaturbewegung und mit Maus schieße ich immer, aber hier brauche ich nur eins, weil, oh Gott, war das dumm. War das dumm.
Denn ich brauche ja kein Shooten, weil ich kann ja nicht shooten. Zumindest in diesem Level nicht. Es gibt ja Level, da habe ich ja diese Dings. Diese Extra-Shoot-Dinger. Die soll ich Sack machen. Übrigens, heute mache ich bald Livestream. Sui. Und ich habe das Level endlich im Checkpoint, bin ich. Komm, tipp mich. Ja, Checkpoint. Ich liebe dich. Ich muss nur klicken und dann bin ich wieder im Spiel. Das ist das Einzige, was ich brauche. Hä, was? Als ob, der hat mich nicht. Der hat mich nicht. Okay, ich weiß, was wir machen müssen. Zack und zack. Okay, das Level ist auch schon fast zu Ende. Nur halt noch ein paar Jump-One-Einlagen. Ein bisschen Lava-Action, so wie hier. Okay, ich weiß. Ah, ja, ja, ja. Das ist nicht schwer. Man muss einfach nur auf die Idee kommen. Jetzt zu springen, rüber und wenn möglich wieder zurück, um alles aufzusammeln. Okay. Nee, das Level, das war nur am Anfang schwierig. Nach der Halbzeit ist es einfach. Ja. Definitiv. Definitiv, ja. Nicht definitiv, nein, definitiv. Gut. Jetzt kann ich mich auch treffen. Na, oh! Okay, okay. Jetzt kann ich mich nicht treffen lassen. No! Das ist nicht dein Ernst. Scheiße. Oh, oh my God. Keine Ahnung, ich bin vor der Englischen. Wie oft muss ich das eigentlich noch sagen? 25 Mal. Okay. Oh ja, ja, genau. Ich hatte das Level in mir schon drinne geschafft. Aber da war ich noch am Ende noch gestorben bin ich voll unsicher und ja. Aber trotzdem, ich bleibe dabei der Meinung, das Level ist nach der Hälfte nicht schwer. So, und hier kann man einfach abkürzen. Braucht man noch nicht mehr zurück. Aber hier muss man zurück. Bei dem vorletzten Jahr. Hat der letzte ist halt schon ziemlich gemein, finde ich. Da muss man doch sich treffen lassen. Hier. So, jetzt wollen wir noch den einen da hinten, dann habe ich alle. Zack, und jetzt an hier warten. Und jetzt treffen lassen. Diesmal auch wirklich. Und da haben wir es. Oh, die Zeit sagt mir, wir haben noch Zeit. Der war, okay. Jo, gehen wir in das Level. Ach. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ach nee, nicht das. Das ist ein Jump-One. Das ist nervig. Es ist einfach nur nervig, das Level. Es ist nicht sonderlich speziell oder irgendwas. Es ist einfach nervig. Man hat alles schon gesehen. Man hat alles schon gespielt. Ist alles einfach langweilig. Man will das hier nicht noch mal. Geh weg, geh weg. Geh. Geh. Am besten dann springen, wenn er gerade kommt, zum Beispiel jetzt. Aber jetzt habe ich verkackt mit dem Sprung und das passiert, wenn man es nicht kann. Jetzt rum. Oder auch nicht. Ich habe Lübe gelabert, vergesst, was ich gesagt habe. Nein. Hat nur gerade irgendwie nicht geklappt. Ich glaub, oder? Ja, ja, warte, ich springe unten eben um, ja. Komm, das Level schaffen wir noch und dann im nächsten Part machen wir weitere Level und im übernächsten Part sollten wir das Spiel geschafft haben, werden wir die Bonus-Level, also die originalen Bonus-Level mal auszählen. Mann, diese kleinen Viecher, ne? Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Ich hab's gewusst. Ja, komm. Man braucht mindestens zwei Leben, sonst. Also kann sich einmal treffen lassen, aber zweimal dann schaffst du eigentlich gar nicht mehr. Och nee, ja, war mir klar, war mir klar. Ist einfach klar. Jetzt springen wir nicht. So. Jetzt springen. Also dann, wenn du deine Runde gerade machst, dann kannst du dann geschützt doch stehen bleiben. Niemand nervt dich. Oder sonstiges. Wie hier jetzt. Und hier jetzt. Oder am besten halt, wenn der hier oben so ist. So. So nicht, aber ich habe trotzdem geschafft.
Ja, natürlich war ich ein Problem, ne? Ach, das Level, da habe ich frustriert in meinem originalen Spiel. Ich frustriere in diesem Level. Das könnt ihr mir glauben. Da könnt ihr mir glauben. Hier werde ich frustrieren. Also ich versuche jetzt meine Kenntnisse, was ich aus diesem Level noch weiß, jetzt zu benutzen, um es gut zu schaffen. So, das weiß ich noch. Unten ist halt schon ziemlich nervig. Und ja, hier muss man schnell sein, damit man hier hinkommt. Und hier einfach nur richtiges Timing, dann bist du oben und dann ja. Ein Leben ist natürlich nicht so gut bei dieser Passage. Die Passage ist eine Trigger-Passage. Die triggert richtig. Versprecher pur. Ja, wow. Super. Applaus bitte. Applaus für meine Noobigkeit. Danke. Oh Gott. Jetzt kommen die Erinnerungen. Jetzt kommen die Erinnerungen. Ich bin hier frustriert. Oh Gott. So, warten. Und jetzt schießen. Schnell durch. Und hier darf man am besten kein Leben verlieren. Und erst bei dieser, beim Jump One, also hier oben mit diesen Kreiseln, darf man erst ein Leben verlieren. Vorher am besten noch nicht. Also wenn geht, dann nicht verlieren. Ellie wird hier noch brauchen. Vertraut mir, ihr braucht die Leben noch. Und springen. Und springen. Und ich hoffe, ich schaffe das jetzt, weil ich keinen Bock mehr habe, nochmal zu machen. Die Passage ist die asozialste. Ja. War mir klar. Die obersten sind aber mehr so die äußeren. So Äußerflieger, wenn man das so nennen kann. Jetzt. Nein! Da war das Ziel. Nach diesem Jump-Man Passage ist das Ziel. Das ist nur so ein Riesenklotz, aber den juckt niemand. Komm Leute, das schaffen wir diese Folge noch. Diese Folge schaffen wir das Level noch. 100%. Sprecher auf dich. Und low. Low, nein. Go. Zack. Und zack. Speedball. Woo! Supi! Alle leben! Und fast getroffen! Gut, mit 3 Leben hier anzukommen ist natürlich schon eine Meisterleistung. Da muss man stolz auf sich sein. Ist einfach so. Wenn ich stolz auf dich bin, der soll jetzt die Hand. Ja, und wir haben es geschafft. Boah, wie ich hier frustriert bin in meinem privaten Ran, ja. Egal, wir haben es geschafft. Bin froh rüber. Nächste Folge kommt wieder ein Thema. Oder auch nicht. Mal schauen, wenn ich mich noch daran erinnere. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt eine positive Bewertung. Schaut meine anderen Projekte vorbei. Und genießt die Musik. Haut rein. Tschüss.